Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Runaway 2. Wir haben Grog bekommen, endlich. Und natürlich diese Urkunde Pirat von übelster Moral. Und Little Demon ist endlich mal wieder sauber. So, und wo ist jetzt hier unser Grog? Genau hier. Sie ist voll mit leckerem Grog, dem besten Stoff der Karibik. So, und da werden wir doch jetzt mal gucken, ob wir irgendwie das Zeug... Ihr seid alle Hunde! ...hier reinkriegen. So, mal gucken. Eigentlich hat er gesagt, er kommt da nicht ran, ne? Von hier aus komme ich nicht dran. Aber es gibt da noch ein anderes Problem. Der Hals der hängenden Flasche ist so eng, dass nicht ein einziger Tropfen hineinkäme, so wie das Schiff schaukelt. Na gut, rankommen. Wir können ja theoretisch den Balken erstmal wieder festmachen. Wir haben immer noch die zwei Nägel, das ist ja kein Problem. In Ordnung. Ich hoffe, es hält. Ja, aber jetzt brauchen wir noch einen Trichter oder was? Weil wir kommen ja jetzt, kriegen wir das ja immer noch nicht hin, ne? Ja, ich könnte auf das Fensterbrett klettern, um sie zu erreichen. Aber es gibt da noch ein anderes Problem. Der Hals der hängenden Flasche ist so eng, dass nicht ein einziger Tropfen hineinkäme, so wie das Schiff schaukelt. Können wir die nicht einfach austauschen? Ich muss das doch da nicht reinführen. Ich kann doch einfach die Flasche dahin hängen, oder? Ach, Mensch. Camille, hast du einen Trichter zufällig? Verzeiht, dass ich euch belästige, Lady Camille. Bitte schön, Monsieur Brashian. Das haben wir doch alles schon. Ja, nee, da ist auch nichts Neues dabei. Wir werden in Kürze weiterreden, Lady Camille. Wie ihr wünscht, Monsieur Brashian. So, hier habe ich mich ja eigentlich recht genau umgeschaut. Nochmal hier vielleicht auf dem Tisch gucken. Na, Malantonius ist mir ein mutiger Pirat. Ein echter Gauner, würde niemals Schach spielen. So, dann vielleicht finden wir ja was in der Schatzkammer. Ich meine, da können wir ja hin und da liegt ja so viel rum, vielleicht gibt's da ja was. Müssen wir noch mal gucken. Vielleicht gibt's da direkt einen Trichter, den man irgendwie sehen kann. Okay, das hier liegt doch was, oder? Oder ist das eine Krone? Ja, auf jeden Fall gibt's hier ganz interessante Sachen. Nicht schlecht. Betrachte Dagoberts Neidobjekt schlechthin. Hier ist mehr Gold als in den Höhlen von Fafnir, Smaug, Drachenstein, Icefire und Puff dem Zauberdrachen zusammen. Ja, das ist wohl wahr, aber leider nützt uns das nichts. Und mitnehmen tut das ja nicht. Ja, mit meiner funkelnagelneuen Urkunde, Pirat von übelster Moral, habe ich den Schneid dafür und noch viel mehr. Okay, na dann, sammeln wir mal ein, Brian. Bäschchen heißt er ja. Ich muss aussuchen, was ich mitnehmen soll. Das von hier? Und das auch. Das nicht. Gut, ja. Jenes? Das von da drüben? Gut. Trotzdem schmerzt es mich, einige Gegenstände zurückzulassen. Was? Wie das alles in meine Taschen passt? Ganz einfach. Die Grafikabteilung war so spendabel, mir einen Gutschein für einen riesigen Schatz auszustellen. Und da liegt der Trichter, den wir brauchen. Okay, das möchte ich jetzt nochmal hier angucken. Nimm einen Gutschein für einen riesigen Schatz. Gutschein für ein 3D-Modell eines riesigen Schatzes. Unterzeichnet Grafikabteilung von Pendulo. Oh Mann, das ist aber schon echt witzig. Okay. Dann steig mal wieder runter und wir holen uns noch das Letzte, was hier liegt. Nämlich den Trichter. So, angucken können wir uns ja hier jetzt nichts weiter. Ich kann nicht richtig sehen, worum es sich handelt. Wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen, als ich die restlichen Schätze mitnahm. Ja, den steck mal ein. Das da. Mal schauen, ob ich erkennen kann, was es ist, wenn ich herankomme. Gott,
Das ist ja ein Trichter. Ob er es wert ist, zu einem Schatz zu gehören? Ich kann ihn aber gut gebrauchen, um mit lauter Stimme zur Besatzung der Interfektor zu sprechen. Nee, wir werden das für was anderes gebrauchen. Denn wir können jetzt endlich den Grog umfüllen. Sehr gut. So, dann werden wir das mal machen. Und dann kriegen wir hoffentlich ein paar Kerne. Man möge ihm den Kopf abpacken. So, dann probieren wir das doch jetzt mal aus. Kann ich den Trichter da jetzt direkt anwenden? Die Idee gefällt mir nicht. Was? Warum gefällt dir das nicht? Das wäre keine so gute Idee. Machst du es dann wieder von alleine? Die Idee, dem Feind Grog zu geben, gefällt mir überhaupt nicht. Aber es kann sein, dass ich so an einige Kerne komme und... Ja, ich werde auf das Fensterbrett klettern, den Trichter in den Flaschenhals stecken und sie auf einen Schlag mit Grog füllen. Sehr gut, Brian. Höre, alter Hund. Du hattest recht. Das mit der Zauberflasche ist ein Betrug. Itzo, merkst auch du es. Zum Teufel, ich muss etwas unternehmen, sonst werden sie nie nach oben ziehen. Du wirst daraus schon deine Lehre ziehen, Schoßhündchen. Abracadabra! Beim Karo-Buben, das hört sich nach Zauberei an. Du wirst auch nie schlau. Schau, bei der Herzdame. Was hab ich dir gesagt? Her mit den Kernen! Lebe und lerne, wie der heilige Thomas sagen würde. Man lernt aus allem, alter Hund. Und, Schoßhündchen, was sagst du nun? Kerne. Ich will Kerne. Nein, ich habe alle mit Inhalt schon mitgenommen. Ach komm schon, da muss doch jetzt irgendwas Neues dabei sein. Nein, es sind nur noch feuchte Schalen übrig. Dann gehen wir mal kurz rein und dann gehen wir wieder raus. Ich bin der... Und gucken jetzt nochmal. Mal sehen, wie viel Glück ich diesmal hatte. Guter Fang. 5 Kerne. Hauptsache, die reichen auch. So, dann werden wir das doch jetzt hier mal direkt probieren. Hoffen wir, dass sich ihm jetzt die Zunge löst. Hier, nimm, lieber kleiner Papagei, ein leckerer Kern. So, und nun sag mir, wo dein Herr Malantunius seinen Schatz verbirgt. Der große Malantunius ist in die Hölle hinabgestiegen. Gib mir Kerne. Von Spanien aus brach er nach Osten auf und näherte sich. Gib mir Kerne. Dem Reich der aufgehenden Sonne. Gib mir Kerne. Und danach reiste er nach Westen bis nach Neufundland. Gib mir Kerne. Anschließend segelte er nach Osten bis zum Eingang der Unterwelt auf den griechischen Inseln. Und nachdem er den verborgenen Stern der Unterwelt erobert hatte, kam er über das Hinterteil der Welt wieder hinaus. Bra! Oh! Ende! Gib mir Kerne! Fertig? Mehr Kerne gibt es aber nicht. Ich bin mir nicht sicher, was ich mit dem Gesagten anfangen soll, aber bestimmt ist es ein Rätsel oder ein Schlüssel. Ja, das auf jeden Fall.
Oh, das Einzige, was jetzt hier noch ist, ist ja entweder der Globus oder die Landkarten. Das sind die sehr bekannten Kartenzeichnungen von Piris Reis und Juan de la Cosa. Können wir damit jetzt hier irgendwas anfangen? Wozu? Wenn ich mich darauf auskenne wie in meiner Westentasche. Dann wahrscheinlich doch eher der Globus. Da konnten wir auch drehen, da konnten wir auch ein paar Sachen so einstellen. Also werden wir uns dem mal zuwenden. Ich frage mich, ob die Worte des Papageis etwas mit diesem kugelartigen Kunstwerk zu tun haben. So, und zwar fing das ja an. Ich habe das alles mitgeschrieben natürlich. In Spanien, da sollten wir erstmal Richtung Spanien. Wahrscheinlich. So. Schwüre und Flüche. Ich habe das Ganze unter Getöse verfehlt und muss erneut beginnen. Okay, hier lauert ein Krake. Interessant. Also Spanien. Da hat's begonnen. So, dann nach Osten zum Reich der aufgehenden Sonne. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Reich der aufgehenden Sonne entweder China oder Japan ist. Wahrscheinlich eher Japan. Mal gucken, was es gibt. Kleinasien, Persien, Indien, Tatarenland, Mongolei, China. Es hat nicht geklickt. Oberindien, Japan. Hat geklickt. Sehr gut. Also muss es immer klicken, dann wissen wir auch, dass wir richtig sind. Jetzt wieder zurück nach Westen und wir suchen Neufundland. Kleinasien, Russland, Griechenland, Ägypten, da müssen wir dann auch wieder hin. Skandinavien, Italien und Germanien, Gallien, Libyen. Da haben wir wieder den Kraken. Neufundland. So, und jetzt wieder zurück nach Osten zu den griechischen Inseln. Also wie so ein Safe ist das praktisch hier. Großer Gott. Der Globus wackelt mit dem Hintern. Die Interfektor greift an! Auf eure Posten, ihr nicht. Endlich! Ich, der große Brashiam Baskov, Kapitän der Interfektor, habe... Heiliger Hergo! Erleuchtet! Dein Schwert, Russenhund! Oh, oh. Ah, was? Verrat! Was habt ihr mit dem Stern gemacht, räudiger Engländer? Über Bord damit! Da, wo das Wasser zu kochen scheint. Ihr habt ihn ins Meer geworfen? Dafür werdet ihr büßen! Ihr könnt euch für tot erklären, da ich, der große Brashiam Baskov, Kapitän der Interfektor, eurer schändlichen, unaufhaltsamen Karriere eigenhändig ein Ende mache. Brashiam! Beim Satan! Entfernt euch von mir! Rieft ihr mich? Geht es euch gut, Monsieur? Milady, nie habe ich mich leichter gefühlt. Oh nein! Brashiam! Brashiam! Brian! Brian! Brian, aufwachen! Guten Tag, Miladies. Du lebst! Ist das so verwunderlich? Wenn man berücksichtigt, dass du in der Galeone ohnmächtig wurdest und Camille dich bis an die Oberfläche befördern musste, ist es fast schon ein Wunder. Camille? Offenbar. Als du die Kajüte betreten hast, fielen mehrere Möbelstücke auf dich, die außerdem den Eingang versperrten. Zum Glück konnte ich durch ein Seitenfenster hereinschwimmen und dich herausholen. Vielen, vielen Dank, Camille. Ich schulde dir was. Und das Trantonit? Ich konnte nicht weiter nach dem Trantonit suchen, da du am Ertrinken warst. Ich hatte kaum Zeit. Ich musste dich unter einer riesigen Vase hervorholen und dann so schnell wie möglich von dort verschwinden. Unter einer Vase? Ja. Chinesisch oder so. Das Trantonit! Sushi, ich muss zur Galeone. Aber... Achtung, alle miteinander! Was ist das? Ruhe, habe ich gesagt. Dank meiner außergewöhnlichen Intelligenz und dieses Fünf-Stock-Apparats, den ich mir selber ausgedacht habe, kann ich euch auf den Zentimeter genau sagen, wo im gesamten Universum sich das Trantonit befindet. Ihr werdet es in Millionen Jahren nicht erraten. Es ist... Genau unter uns. Gedankenlesen zählt nicht. Aber es ist an einem unvorstellbaren Ort versteckt. Und ohne ein Genie wie mich
In einem Ming-Spucknapf. Ach, das mit der Telepathie muss der Junge von mir gelernt haben. Das gibt einem zu denken, oder? Ach, herrlich. Und was jetzt, Brian? Was noch fehlt, ist doch in 0, nix erledigt. Wir bringen Alpha das Trantonit und die Trantorianer reinigen es und führen das Zeug seiner eigentlichen Bestimmung wieder zu. Uff, ich habe kaum noch Zeit, das Material vorzubereiten. Welchen Stoff? Na, für die Party. Das muss doch gefeiert werden, oder nicht? Na klar. Ich werde eine 7,5-stöckige Torte mit automatischer Schneidevorrichtung konstruieren. So können wir auch mal die Gabeluhr ausprobieren. Nun ja, die Trattorianer servieren ganz ausgezeichnete Erdnussflips. Ihr werdet euch die Finger lecken. Erdnussflips? Ich mochte sie immer am liebsten in Orangenlimo getaucht. Brian, geht's dir gut? Nein. Los, mach dich hübsch für die Party, damit... Es wird keine Party geben, noch nicht. Dies ist erst der Anfang. All das, was wir auf Mala, im Tiki-Tempel in Alaska und hier durchgestanden haben, war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns noch erwartet. Zunächst mal, hat jemand eine Idee, wie wir zum See kommen? Er wird von allen Seiten vom Militär bewacht. Außerdem sind Außen- und Innensicherheitskameras installiert. Wir können das trantorianische Raumschiff nicht erreichen, ohne dass sie uns entdecken. Und wenn das geschieht, steht ein gesamtes Regiment bis an die Zähne bewaffnet zum Empfang bereit. Wenn Kautzmeier jeden von uns töten muss, wird er es tun, ohne mit der Wimper zu zucken. Er wird nicht aufzuhalten sein, wenn Pignon die Amoeba öffnet und sich nichts zwischen ihn und das NG-0 stellt. Aber wir müssen uns nicht nur vor Kautzmeier fürchten. Bei weitem nicht. Der Colonel hat zwar einen Dachschaden, aber wenigstens hat er auch bestimmte Ideale. Diejenige, die wir am meisten fürchten müssen, ist Tarantula. Sie glaubt an gar nichts, was ihr Verhalten absolut unvorhersehbar macht. Keiner, der ihr von Angesicht zu Angesicht gegenübertritt, erhält Gelegenheit, davon zu berichten. Außerdem verfügt sie über eine kleine Söldnertruppe. Ein Haufen angeheuerter Killer, die nicht zögern werden, uns zu zerstückeln und den Spinnen als Nachtisch zu servieren. Aber du hast noch ein Ass im Ärmel. Deine Freunde von der Insel. Vielleicht können sie uns helfen. Vielleicht. Aber wir wissen nicht einmal, ob sie noch auf Mala sind oder geflüchtet oder... Ich will lieber nicht daran denken. Und wo wir schon über Asse im Ärmel reden, was ist mit denen von Kautzmeier? Ein Trantorianer, ein Verräter, den er John Doe, den Unbekannten, nennt und über den wir rein gar nichts wissen. Wegen seiner Position und seinen technologischen Fähigkeiten könnte es sein, dass wir über das gefährlichste Wesen auf Erden reden. Das ist zu viel. Ich schaffe das nicht alles. Ich kann euch aber auch nicht zumuten, mir zu helfen. Auf mich kannst du zählen, Brian. Und auf meine Wenigkeit, Bruder. Mit dir bis ans Ende der Welt, Bibi. Ja, wir machen Brei aus diesen groben Klötzen und befreien das Mädchen. Gina. Warum sollten wir in dieses verdammte Flugzeug einsteigen? Das ist unmöglich. Schaut mich an. Schaut euch selbst an. Besteht auch nur die geringste Wahrscheinlichkeit, dass wir eine ganze Armee besiegen? Nein. Du irrst dich, geschätzter Freund.
Professor Simon? Aber wie? Wir haben einen neuen Verbündeten. Fortsetzung folgt. Ja, das war das Ende von Runaway 2. Und ich dachte schon. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Party beginnt, Brüder. Naja, dann schaut euch wie immer den Abspann an. Da kommt auch am Ende wieder eine Szene wie im ersten Teil. Deshalb macht es durchaus Sinn, sich das bis zum Ende anzuschauen. Und dann, ja, werde ich wie gewohnt im Schlusswort noch mal ein bisschen was sagen. Take me out for a ride.
Meine letzte Prüfung für die Aufnahme in den Geheimdienst. Colonel Kortzmeyers Zigarren wieder beschaffen. Es ist eine sehr heikle Mission, die nur ein so mutiger und treuer Soldat wie ich erfüllen kann. Niemand weiß, welch teuflischen Gefahren ich begegnen, noch wie ich sie meistern werde. Aber ich werde meine Mission mit Ehre und Tapferkeit... Banzai! Tschüssi! Onegai itashimasu! Teufel! Na, da, schau her! Wir haben Besuch. Werden wir einen Spaß haben. Kaeru no uta ga kikoete kuru yo. Wa, 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 wa. Gero, 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 wa, wa, wa. Kikoete kuru yo. Wa, 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 wa. Gero, 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 wa, wa, wa. Gratuliere, Brian. Junge, ich hätte keinen Cent auf dich verwettet, aber du hast mich eines Besseren belehrt. Du hast deine Pause verdient, Brian. Dir steht noch einiges bevor. Hey, wenn du im Kreis herumgelaufen bist und wilde Jagd gespielt hast, musst du darauf gefasst sein, jetzt die Beute zu spielen. Gib nicht auf. Wenn überhaupt jemand das Abenteuer zum guten Abschluss bringen kann, dann du, Brian. Das gibt einem zu denken, oder?